Hallo, meine Lieben. Heute geht die Reise weiter mit Sternzeichen Steinbock. Steinbock ist ein Erdzeichen, deswegen würden wir dann später auch die warme Farbe nehmen und zuerst auch wie bei allen anderen Bilder, bevor wir anfangen, sollten wir unsere Größe bestimmen. Wenn ihr denn schon das passende Format habt, dann könnt ihr dann gleich auf euren passenden Format zeichnen. Ich mache das so, dass das quadratisch praktisch gut wird und ich zeichne das von einer Vorlage ab, was ich selber gemalt habe. Und es ist wichtig am Anfang, dass wir uns ungefähr Gedanken über die Komposition machen und ungefähr einordnen, wo kommt das Kopf, wo kommt das Symbol. Und bei allen meinen Sternzeichen ist das ein Symbol, der zu den starken, zu der Sternzeichen gehört, in Bild rein integriert. Und Steinbock-Symbol sieht so aus, dass es wie ein N und unten einem, ja, so ein Schwänzchen, so könnte man sagen, ja. Wie fangen wir an? Ungefähr wie groß sollte die Kopf von Steinbock sein für diesen Bild? Ich empfehle immer mit einfachen Formen zu denken. Hier ist der Kopf, so sieht so ein bisschen aus wie so Kopf mit Hals, können wir in so einen, das ist so fast wie oben, so wie ein rundes Berg. Und hier machen wir so diagonal, das ist so wie ein Dreieck mit einem runden, ja, hier so eine Abrundung, kein Spitzenberg, sondern runden. Und hier drehen wird unser Kopf sein, das ist dann hier so ein bisschen, wie gesagt, wir machen keine genaue Zeichnung, nur ungefähr, wo könnte das sein. Und wie ihr seht, oben lassen wir den Platz für die Hörner. Steinbock hat richtig coole Hörner und das könnte man das erstmal nur einordnen. Aber wenn ihr meine anderen Video gesehen habt, es könnte der Zeichnung, während ich die Tusche eintrage oder Acrylfarbe, es verändert sich. Und hier habe ich Platz gelassen für den Element. Und dann würde ich dann, wenn ich dann so denke, die Hörner gehen dann so weiter, dann würde ich wirklich dann da machen und ein bisschen größer als auf anderen Bild. Das ist, wie gesagt, jedes Bild ist ein Unikat und jedes Mal ändert es sich so ein bisschen. Und das ist das Schöne daran, dass Sie selber etwas kreieren können, was noch keiner so richtig geschafft hat, weil, wie gesagt, die Farbe fließt anders. Jetzt ist unsere Skizze fertig, das ist so grobe Skizze. Und wie geht es weiter? Den Element würden wir dann so mit Pinsel machen, das würde ich jetzt gleich machen. Weil ich habe jetzt bei anderen Bildern so ein bisschen Fehler gemacht, dass ich unten angefangen habe. Es ist immer besser von oben nach unten und da wird das, wenn Sie natürlich Linkshändler sind, dann von da, Rechtshändler, so. Und ich fange mit dem Element an. Und hier ist auch die Pinselführung, so kann man sagen, wichtig. Am Anfang sollten Sie ohne Druck das machen und wenn Sie wollen, dass die Linie ein bisschen dicker wird, dann drucken Sie ein bisschen rein in Papier, so wird eure Linie ein bisschen dicker. Und hier auch wieder so ohne Druck leicht anfangen. Und wenn ich sage, nach unten wollte ich ein bisschen dicker, dann drücke ich mit meiner Spitze ein bisschen fester. Und dann, wenn ich will, dass das wirklich dünner wird, dann mache ich wieder ohne Druck. Ja? Und hier ist dann der Stopp, das ist dann kompliziert, mir so zu drehen. Ich mache jetzt von hier, dann gehe ich zurück. Das ist hier wieder ohne Druck, ganz leicht. Und dann, wenn ich nach oben gehe, wollte ich wirklich wieder Druck ausüben. Und wenn ich dann zurückgehe, dann wieder locker lassen. So haben wir eine ganz schöne, schwungvolle Linie. Und wie gesagt, das könnt ihr zu Hause üben, wenn ihr das einfach Blatt Papier nehmt. Zeige ich das hier so. Einfach dünn anfangen und dann fester drücken. So könnte dann so zu dieser Dicke kommen, ja? Das ist immer wichtig. Ohne Druck wird die Linie dünner. Wenn ich das bisschen drücke, noch ein bisschen dicker. Wenn ich mehr drücke, wird das noch dicker. Könnt ihr einfach Blatt Papier nehmen und ein bisschen Übung. Wie wir wissen, Übung macht der Meister. So, dann nehme ich meine Farbe mit Pipette. Und da, wo die Hörner sind, die Hörner haben auch so gewisse Größe, dann ist das ungefähr so dick. Dann mache ich dann so ein paar dicke Klecksen. Und da, wo der Kopf kommt, dann mache ich vielleicht auch noch ein paar Klecksen. Und mehr ist das nicht. Und dann gucken wir,
was passiert. Was man auch eventuell machen sollte, wenn man noch nicht so sicher ist, ja, kann ich malen, kann ich nicht, wie wird das Ganze, dass wir ungefähr vorzeichnen, wo kommen die Augen. Ja, das ist hier denn sozusagen, wenn wir das hier so sehen, das ist ungefähr die Hälfte von Gesicht und dann in mittlere Hälfte, da beginnen die Augen und nach oben gibt es zwei Striche links, rechts. Hier dann Stirn, so haben wir Drehung und ungefähr da wird die Nase. So sind sie auf der sicheren Seite, das ist hier auch so wie ein Dreieck. Vielleicht hilfreich. Oder man kann auch frei anfangen und dann gucken, was passiert. Was mache ich jetzt? Ich nehme meinen Strohhalm und puste so ein bisschen hier von oben nach unten. Mal gucken, ob der Ohr da entsteht oder nicht. Aber schöne Muster sowieso. Das ist. So. Und hier puste ich auch von oben nach unten, weil ich wollte, dass ins Gesicht keine Linien kommen. Zu wenig Farbe, zu lange gewartet. Dann kann ich noch ein bisschen Farbe dazu bringen. Hier. So. Und nochmal pusten. Jetzt puste ich ohne Strohhalm, sondern einfach so. Ab und zu habe ich dann so mehr Kraft. Genau, so sind die Linien viel cooler und ich habe so tollen Muster. Sowas kriegt er nie mit dem Pinsel. Und deswegen ist das so hier mit diesen Klecksen ganz interessant und danach könnte er richtig kreativ sein. Wo waren die Hörner? Hier hatte ich eine Linie, sie hat mir schon vorgegeben, wie ein Horn weitergeht. Dann würde ich das einfach hier weiterziehen. Wie gesagt, wenn ihr so ein bisschen zitterige Hände habt, nicht so schlimm, das ist eher schön für die Kunst. Und dann unten mache ich noch und der Horn nach unten, der wird dicker. So habe ich schon ein Horn und der zweite, der wird bei mir so sein, dass er von unten nach oben geht. So, und hier die Spitze nur eindeuten. Die Hörner sind da. Was ist bei Hörnern wichtig? Das ist dann, wir machen hier so die Drehungen. Wie gesagt, die Linie sollte auch vielleicht nicht von oben nach unten sein, aber die Richtung. Die Hörner sind rund, deswegen machen wir hier so wie Halbkreisen. Und je weiter das wird, desto schmaler wird der Abstand. Ja, und mit einem, so viel Farbe braucht er nicht. Alles, was im Pinsel ist, reicht für die Hörner und dann nach hinten weniger und weniger reicht. Und auf diese Seite auch Halbkreis. Wie gesagt, die Linien sollten nicht gerade sein, sonst sieht das nicht so realistisch aus. Das sollten so leichte Halbkreise sein. Es ist schon so ein bisschen abstrakte Grafik, aber ein paar Sachen können wir realistischer zeichnen. Hier kommt der Stirn, unsere Zeichnung, wie wir das eingedeutet haben. Hier ist ein bisschen dick. Nach unten mache ich das wirklich leicht und dünn. Und hier kommt die Auge, wieder ein bisschen dicker. Hier kann man dünne Linie machen, muss man nicht, kann man. Hier würde ich auch die zweite Auge einzeichnen und dann die Nase. Wenn man wollte, könnte man die untere Teil noch betonen, bisschen Hals. Und hier finde ich, das ist so cool geworden, ich würde wirklich gar keinen Hals machen. Ich mache das in diesem Bild, das unten alles offen, weil ich finde dieses Geflossene, wie das geflossen hat, einfach schön, ja. Wenn man natürlich wollte, ihr könntet dann noch mehr zeichnen, wie bei diesem Bild, habe ich das hier geschlossen, aber hier wollte ich das alles offen lassen, weil, wie gesagt, diese grafische Darstellung gefällt mir jetzt sehr. Und auf diesem Bild würde ich meine Unterschrift hier setzen. Das ist, wie gesagt, es gibt so die Regel, dass man das unten rechts da sitzt, aber ich mache meine Unterschrift unterschiedlich, in unterschiedliche Stellen da, wo es Platz gibt und wo ihr das macht. Wie gesagt, das ist eigentlich eure Entscheidung, eure Kunstwerk. So, ich schreibe immer ja. Das ist interessant zu sehen, wann das Bild gemalt ist. Und so ist unsere Zeichnung fertig. Und wenn das alles getrocknet ist, dauert ca. 15 Minuten, geht das mit Aquarellfarben weiter.
So, meine Lieben, wir haben das Bild so ein bisschen trocknen lassen und dann sehen wir nach dem Trocknen, dass es an manchen Stellen noch die Zeichnung zu sehen ist. Bevor ihr mit Anmalen beginnt, solltet ihr diese Bleistiftzeichnung wegradieren, weil es könnte passieren, dass die Graphit, wenn er sich mit Aquarellfarbe verbindet, so ein bisschen ja, die schmutzige Farbe wird. Das geht so ein bisschen in Richtung Grau. Das ist hier minimal, aber trotzdem ist zu empfehlen, das wegzuradieren und dann die ganzen Reste mit Küchenroller wegzuwischen. So ist das unseres Bild am besten für die Aquarellmalerei vorbereitet. Und wir werden unsere Steinbuch mit warmen Farben einmalen. Ich habe 3 warme Farben ausgesucht. Das ist einmal Cadmiumgelb. Und wie ihr seht, das ist eine sehr leuchtende Farbe. Wenn wir Aquarellfarbe mit Wasser vermischen, dann wird das immer heller, heller, heller. Dann habe ich einmal Cadmiumorange genommen. Das ist so richtig eine sehr schöne leuchtende Farbe. Wenn wir das mit Wasser vermischen, wird sie auch heller, heller, heller. Und dann einmal English Rot. Das ist dann auch, das ist ein schönen rötlichen Ton. Wie gesagt, das ist Steinbock, ist das Element Erde. Und so werden wir das mit warmen Farben anmalen. Und Englisch Rot gehört zum Beispiel zum Erdfarben. So, wie fange ich an? Immer in Aquarell machen wir das von hell zu dunkel. Und wie ihr das einmal, das ist eure Entscheidung. Heute bei Steinbock würde ich so machen. Das sieht man auch an meinen Linien so ein bisschen. Hier habe ich die dünne Linie, hier ein bisschen dickere. Das ist die Sprache von Grafik. Wir können das mit Linien zeigen, von wo kommt Licht, von wo kommt Schatten. Das ist bei der Zeichnung ist auch so hier dünn und da ein bisschen dicker. Das heißt, Licht kommt von oben rechts. Ich würde dann hier hell machen und nach unten dunkler, dunkler, dunkler. Und die hellste Farbe ist Gelb. Ich würde mit gelber Farbe anfangen und so ein bisschen der Kopf von Stier mit dieser schönen leuchtenden Farbe leicht anmalen. Und hier so ein bisschen nass machen und dann in nasse Farbe mein orangenen Ton reinfließen lassen und gucken, was passiert, damit Orange einfach so reinfließt. Hier gehe ich dann so wirklich bis zu meinem Element. Hier sind dann schöne Effekte, dann mache ich da noch ein bisschen nur am Rand. Mehr möchte ich nicht. Und nach unten nehme ich dann English Rot und lasse ich dann English Rot hier mit Orange verbunden. Und hier so dunkel, abwaschen, Pinsel, Wasser nehmen, so ein bisschen nach unten ziehen und dann vielleicht in diesem Fall über, hier würde ich Wasser nehmen und hier das so rüberlaufen lassen. Jedes Mal gucke ich, was mir mein Bild sagt. Und jedes Mal entsteht ein Bild, der sich von anderen unterscheidet. Und das ist die Schöne daran. Wir sind dann so, wir sehen jedes Mal, was für Linien da entstanden sind und wie könnte ich dann das Beste daraus ziehen. Und die Hörner mache ich hier, wie gesagt, wir haben gesagt, Licht kommt von da, hier ein bisschen dunkler, mache ich hier so ein bisschen diesen rotlichen Strich. Hinten kommen auch Schatten, dann mache ich dann auch hier so die Spitze ein bisschen mit diesem rötlichen Ton. Und dann nehme ich nur Wasser, hier lasse ich so, wie das ist. Und mit Wasser gehe ich nur mit Spitze so leicht zu dieser Farbe. Die Farbe wird sich leicht auflösen. Es ist wichtig, dass die Farbe noch nass ist. Wie können Sie das erkennen, dass die Farbe noch nass ist? Wenn das glänzt, dann ist die Farbe noch nass. Wenn das nicht mehr glänzt, dann ist die Farbe schon trocken. Und der zweite Hörner mache ich hier so ein bisschen noch ganz minimal mit Orange und dann auch mit Wasser verwischen. Mehr würde ich nicht machen. Und so ist das, wie ihr seht, unsere Aquarell.
unsere Sternzeichen als Glücksbringer fertig. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Bilder mir zeigt. Sonst alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Eure Albina.